Hallo meine lieben Freunde und willkommen beim Grugaliga Pokémon. Mein Name ist Kirill und wir spielen für euch Pokémon Kristall. Und wir sind fast am Ende der Johto-Region angekommen. Um genau zu sein, sind wir am Ende der Johto-Region angekommen. Wir kommen nur nicht halt nach Kanto rein zur Pokémon-Liga. Weil die nirgends irgendwie einen Pokéstop platziert haben, zu dem wir dann fliegen können. Das heißt, wir müssen jedes Mal erst wieder zurücklaufen und dann den gesamten Weg nochmal laufen. Und dafür müssen wir ein Pokémon mit Kaskade und eins mit Whirlpool mitnehmen. Alles mega ätzend. Aber egal, ne? Kriegen wir hin. So, guten Morgen Darthnex. Schön, dass du schon da bist. Genau, falls ihr euch gefragt habt, auch insbesondere jetzt die Leute, die auch meinen privaten Kanal gucken, wo war ich denn die letzten zwei Tage? Ich habe am Mittwoch eine Spritze bekommen, ich wurde gechippt, ne? Ich habe jetzt die erste Impfung hinter mir und die Impfreaktionen, wie das offiziell genannt wird, haben mich ein bisschen ausgenockt die letzten zwei Tage. Ich habe immer noch ein bisschen Gliederschmerzen, aber es ist heute gut genug, dass ich hier mit der gewohnten Energie oder zumindest mit etwas weniger, also mit nur etwas weniger, in den Tag starten kann. So, genau. Der Plan für heute. Wir haben, ne, wir wollen natürlich im besten Fall es zur Pokéliga schaffen. Ich kann aber nicht garantieren, dass das der Fall ist. Eine Sache, wo Professor Kastan mich darauf hingewiesen hatte im letzten Stream, der stattgefunden hat, war, dass wir in Dukatia City das Evoli noch nicht mitgenommen haben. Es wäre also sinnvoll, weil wir noch Trainer auf dem Weg haben, zuerst nach Dukatia City zu fliegen und das Evoli mitzunehmen. Ich habe nur null Ahnung, wo genau das sein wird. Deswegen gucken wir uns erstmal an, wo wir gespeichert haben. Ach ja, zuletzt sind wir, wie heißt das denn? Zuletzt sind wir wurden wir von Holger angerufen und jemand hat Kanalpunkte eingelöst, um zu wechseln. Um den Anruf zu beantworten. Das heißt, wir mussten zu Schuljunge Holger fliegen. Hä? Habe ich schon wieder Tausch gedrückt statt fliegen? Warum drücke ich immer Tausch statt fliegen? Also, wir gehen dann nach Dukatia City entsprechend. Guten Morgen, ich kann heute nicht lange, da ich Praktikum habe von 8 bis 11, bis 17 Uhr. Schön, Gehaltsbestimmung von pflanzlichen Drogen. Mindestlohn. Oder? Wie Gehalt? Gehaltsbestimmung von pflanzlichen Drogen. Müssten die nicht das gleiche verdienen wie alle anderen Drogen? Nämlich nix. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es um sowas wie hier halt eine Konzentration und nicht um Geld geht. Aber egal. Nee, schön, dass du trotzdem da bist. Freut mich. Wir gucken gleich mal, ob das im Untergrund ist, aber zuerst klappern wir alle anderen Häuser nach dem Evoli ab. Ich hoffe, ich muss das nicht irgendwie ertauschen. Hi, Chris! Tu uns einen Gefallen und nimm dieses Evoli. Easy. Ja, dann haben wir ja genügend Zeit. Es kam hierher, als ich an der Zeitkapsel gearbeitet habe. Jemand sollte sich darum kümmern. Aber ich gehe nicht gerne raus. Wirst du für mich mit ihm spielen, Chris? Ja, gerne. Ich wusste, dass du es schaffst. Noch ein kleines Stück. Du bist einzigartig. Okay, ich zähle auf dich. Pass auf dich auf. Moment, du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Ach, geh doch nach Hause. Master Luxe, what the fuck, wie schnell das jetzt ging. Ja, ne? Hier, The Broadcaster schreibt, good job. Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht erwartet. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, nur so zur Info. Ich habe gestern, wie gesagt, nur rumgelegen. Guten Morgen, Skip Jay, und guten Morgen, Broadcaster, by the way. Ja, vor allem, ich bin ein bisschen genervt, dass Bill mir nicht einfach mein Pokémon in den Dings legen lässt. Ne, in das PC-System. Aber egal. So, jetzt ist halt die einzige Frage. Wir haben halt... Also ich glaube, wir müssen tatsächlich
die liebe Petra wegnehmen. Weil ich glaube, sie ist tatsächlich, so sehr es mich auch, mir auch, ne, so sehr sie uns auch geholfen hat, ist sie offensiv mit das schlechteste Mon, das wir haben. Und die restlichen haben halt alle irgendwie Nutzen, ne? Bisher haben die zumindest mehr Nutzen gezeigt, als sie es getan hat. Die hat nicht einmal eine VM. Von daher ist, glaube ich, für diesen Wechsel hier sie am besten geeignet. So. Er hat doch das Lagerungssystem erfunden, warum schickt er das nicht einfach dahin? Genau das meinte ich, genau daran dachte ich jetzt. Gut, aber vielleicht braucht man dafür einen PC und in diesem Haus stand kein PC. Da ist nur ein Fernseher und ein Radio. Aber gut, dann packen wir Evoli nach vorne und dann, ne? Er möchte doch, dass jemand mit ihm spielt. Ja, also zum einen, ich weiß nicht, ob es ein weibliches oder ein männliches Evoli sein wird. So, pass auf dich auf, sagt der Chris, erhält Evoli. Und zum anderen, kann man damit ja auch spielen, wenn man es erst aus der Box holen muss. So, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Möchte ich ihm einen Spitznamen geben? Habe ich Evoli männlich? Möchte ich meinem Evoli einen Spitznamen geben? Ich wüsste nicht, was. Also, wenn ihr Vorschläge habt, let's go. Gefangene Pokémon gehen ja auch direkt dahin. Ich bin bei Pokémon-Namen relativ unkreativ. Deswegen benutze ich normalerweise keine Spitznamen. Deswegen, weiß ich nicht. Gefangene Pokémon gehen ja auch direkt dahin. Ja, aber die sind in Pokébällen. Ich fange das Evoli ja nicht. Das ist ja schon in einem Pokéball. Also, wahrscheinlich registriert der Pokéball, wer das geworfen hat und welches Pokémon das ist und schmeißt es dann auf den PC drauf. So, okay, egal. Wir machen jetzt keinen Spitznamen für dieses Evoli. Professor Linz sagt, Evoli kann sich in neue, unbekannte Arten entwickeln. Woher will er das wissen? So, was für ein Evoli haben wir denn jetzt? Wir haben Evoli Level 20. Ei, wird das ätzend, das hochzuleveln. Der Sprite ist aber süß. Der Sprite in Pokémon Kristall ist super süß von Evoli. Tackle, Rutenschlag, Sandwirbel, Heuler. Bruh. Erstmal durchchecken, ob es irgendwelche TM-VM-Sachen gibt, die wir ihm... weil wir bringen jetzt keine TMs oder VMs bei, weil, wenn wir das tun, wir möglicherweise TMs verschwenden, die wir später gebrauchen können, weil wir ja Attacken auch noch erlernen, dadurch, dass Evoli halt trainiert. So, die eine Sache, die ich noch machen will, hier in Dukatsia City... Eigentlich egal wo, aber hauptsache... nicht in Dukatsia City, sondern in der letzten Stadt, die wir gesehen haben. Genau, in Ebenholz City. Ist, Tränke und sonst was einkaufen, damit wir, vorankommen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Bälle ich habe, aber ich nehme mal ein paar mit. Warte, Hyperbälle. Ich nehme mal 5 Hyperbälle mit. Und ein paar mehr Superbälle. So. Hoffe, das reicht vorerst. Ich nehme mal Hypertränke mit. Ich denke, Top-Trank lohnt sich nicht. Gib Evoli jeden Tag eine Massage, dann entwickelt es sich schneller. Wenn ich dran denke, mache ich das. Okay, Übertränke nehmen wir auch mal. Und, was wir auch noch mitnehmen wollen, sind Hyperheiler. Genau. Und vielleicht auch ein, zwei Beleber, um ehrlich zu sein. Die gibt's im Untergrund, ja. Ich erinnere mich. Ich kann da direkt nochmal hinfliegen. Das ist quasi hilfreich. So, Beleber. 2. Ne, ich kann mir nur einen leisten aktuell. Das ist aber egal. Ich kann nämlich jetzt noch, ich habe glaube ich noch ein paar Sachen, die ich loswerden will. Nämlich, Äther will ich behalten, Superschutz will ich behalten, Hypertrank, Top Äther will ich behalten, Beleber habe ich 7. Rauchball, Flucht vor wilden Pokémon. Das wollte ich gegebenenfalls behalten.
Wundersaat statt Pflanzenattacken, das würde ich behalten. Meine Fresse. Top Schutz, Top Tank. AP Plus ist... Ich habe die maximale Anzahl der AP. Oh, das ist gar kein Kampf-Item. Ich dachte, das wäre ein Kampf-Item. So. Nugget verkauft. Warte, da stand, reicht das? Hätte ich Nein drücken können und die hätten mir dann was anderes gegeben? Rätselbeere behalten wir erstmal. Top-Elixier behalten wir. Drachenzahn behalten wir. Mondstein behalten wir. Wir haben 30x Abwehr, die ich wegschmeißen muss, merke ich gerade. Das sind 30x Abwehr, die ich aus einem Kapitalismusberuf gekauft habe. Die müssen alle in den Müll. So. Beautiful. Dann gehe ich nochmal Items ablegen. Weil, ne? Ergibt quasi Sinn. Weil wir ja mehr Platz brauchen und die meisten Items davon halt nicht brauchen. So, ich möchte Items ablegen. Nein, das ist Items nehmen. Ich möchte Items ablegen. Okay, ich möchte den Mondstein ablegen, das möchte ich nicht. Drachenzahn. Wir haben kein Drachen-Pokémon und auch kein Pokémon, das eine Drachenattacke kann, also legen wir das auch ab. Hallöle Kufnegabel, schön, dass du da bist. Die ganzen Ranksachen nehmen wir mal lieber mit. Wundersaat geben wir auch weg, weil wir halt Petra abgegeben haben vorerst. Rauchball behalten wir. Und packen das gleich auf Evoli ganz vorne, falls wir... Ah ne, wir werden nicht vor wilden Pokémon fliehen, weil wir wilde Pokémon mit Evoli trainieren werden. Aber den behalte ich trotzdem lieber. So, und dann fliegen wir nochmal nach Dokazia und geben dem Evoli eine Massage. Guten Morgen Kuchengabel, falls ich das nicht gerade schon... Kuchengabel, falls ich das nicht gerade schon, gesagt habe. So. Wie gesagt, ganz auf der Höhe bin ich immer noch nicht. Bisschen durch bin ich entsprechend dem... das ist schon, aber danke dir. Ja, eben, ich sag ja, mein Gehirn funktioniert noch nicht ganz auf der Höhe, auf der es sein sollte. Ja, als Impfreaktion halt, wie auch auf eine normale Grippe oder so. War halt viel Kopfschmerzen, viel Gliederschmerzen. Irgendwann dann eine Ibu genommen, als ich gedacht habe, okay, jetzt reicht's mir, aber jetzt habe ich genug gewartet, dass die Wirkstoff Zeit hatte, ne? Weil so direkt nach der Impfung oder direkt vor der Impfung, um dem vorzubeugen, soll man das ja nicht machen. Genau. Dann ging's irgendwann, war aber auch schlimm die erste Nacht. So. Darfnex, übrigens, wenn du Evoli so Sachen gibst wie KP plus Eisen, steigt die Freundschaftswert am Anfang. Ich bin nach Lucatia geflogen und dann wieder nach Neuborkia geflogen, oder? Ich bin sehr schlau, ne? So. Ich will in den Untergrund, um Massage zu machen. Deswegen bin ich hier. So. Genau. Übrigens, wenn du Evoli so Sachen gibst wie KP plus Eisen etc., steigt der Freundschaftswert am Anfang. Am Anfang sehr schnell, schreibt Darknex. Können wir machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir im... Wir geben jetzt erstmal die Massage. Ich weiß nicht, ob wir im Item-Lagerungssystem noch welche haben. Aber, da können wir gucken. So, Kuchengabel schreibt, war es die zweite Impfung? Nein, leider erst die erste. Wer ist es denn? Ich habe eigentlich über meinen Beruf an der Hochschule die Möglichkeit gehabt, während der Priorisierungszeit Moderna zu kriegen. Das hat aber dazu, also das hat nicht funktioniert, weil ich in der Zeit umgezogen bin, die den Brief an die falsche Adresse geschickt haben, generell unklar war, wie das mit wissenschaftlichen Hilfskräften aussieht, also Leuten, die halt nur als Hilfskräfte und nicht als vollwertige Mitarbeiter, also halt Vollzeit- bzw. Doktoranden angestellt sind, war. Ne, das war so viel Hickhack, dass ich den Zettel gekriegt habe, als es dann keinen Impfstoff mehr gab. Und jetzt
mittlerweile habe ich dann einfach, ne, was war das, habe ich bei einem Hausarzt dann jetzt AstraZeneca gekriegt, die erste. Und die nächste wird BioNTech sein, und zwar im September. Genau, also halt Mix and Match Dings. Kuchengabe schreibt, wurde tatsächlich jetzt auch über den betriebsärztlichen Dienst meiner Uni geimpft. Ja, schön, cool. Freut mich, dass das bei dir geklappt hat. September? Ach krass, ja, halt 12 Wochen. Das ist ja das Ding. Evoli sieht glücklich aus, sehr schön. Das ist ja das Ding an AstraZeneca, dass das halt, wenn es wirklich gut wirken soll, braucht es halt ewig. So, und ich habe den Termin am 30. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber kommt ungefähr hin, ne? 3 Monate. 30.06. und dann Ende September kriege ich dann, also 22.06. ist das dann, kriege ich das dann. So, ich wollte nochmal in das Pokémon, in das Item-Lagerungssystem gucken, ob ich irgendwas habe, was dem Evoli, ne, so Boni geben kann. Was ich gerade vielleicht abgelegt habe. Also ja, was ich vorher vielleicht auch abgelegt habe. Ewigstein, Feuerstein, Aprikokos, bis zum geht nicht mehr, Bitterbeere, Paraheiler, Antiparbeere, Heilpuder, nein, Aufwecker, Drachenzahn, nee, okay, ich habe im Item-Lagerungssystem also nichts, aber ich habe mindestens ein AP+, das wir vorhin gesehen hatten. Wenn Darthnex sagt, dass das direkt, ne, die Freundschaft steigert. Meine Fresse. Genau, da. AP+. Jetzt ist die Frage, gehört das zu den Dingen, die, ne, die Freundschaft verbessern, weil das hebt die maximale Anzahl einer AP. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das zu machen. Eine Attacke. Weil die Attacken, die wir mit dem Evoli jetzt haben, nicht die Attacken sind, die wir später mit dem Psyana halt behalten wollen. Deswegen, ne. So. Ah, okay, du hast zuerst Astra bekommen, das ist dann eine Kreuzimpfung. Ich hätte angenommen, dass du BioNTech bekommst. Du meintest ja, dass du das bei der zweiten Impfung bekommen bist. Genau, ich habe Astra am Anfang bekommen, ja. Bei AP+ bin ich mir unsicher, schreibt Kuchengabel. Ja, vielleicht schreibt Darthnex ja gleich nochmal. Genau. Fliegen nach Neuburg, ja. Laut Pokiwiki gehört das zu derselben Kategorie, aber die Attacken lohnen sich einfach nicht. Ja, dann warten wir einfach einen Moment ab. Was heißt einen Moment ab? Dann warten wir einfach bis, ne? Bis wir, Attacken haben, die sich, die sinnvoll sind. Mindestens eine wird ja sicherlich dazu kommen, während es noch ein Evoli ist. Und wenn nicht, dann gucken wir mal. Ich hätte jetzt theoretisch im Markt halt die Dinger kaufen können, glaube ich, oder? Oder gibt's zu kaufen nur die X-Angriff, X-Verteidigung-Sachen? Fängt ja gut an! Pentoxa Level 20. Was bedeutet eigentlich Anrufbeantworter bei den Kanalpunkten? Also, der liebe Professor Kastan war genervt, dass ich doch immer nur, X-Angriff hilft auch, aber nur ein bisschen, okay. Der liebe Professor Kastan war genervt, dass ich immer Anrufe kriege, aber niemals losfliege, um die Leute zu bekämpfen. Und hat gesagt, okay, dann können halt Leute jetzt Kanalpunkte ausgeben, wenn ich angerufen werde im Spiel, dass ich die Dings besiegen gehe, die Trainer. Was halt ein bisschen ätzend ist auf diesem Weg, weil ich, wie gesagt, halt den ganzen Weg ablaufen muss. Das ist immer voll nervig. So, das heißt, wenn mich irgendwie so ein Julian anruft und jemand das einlöst, muss ich dahin und dann gehe ich dahin und dann komme ich wieder hierhin und weil ich halt keine Möglichkeit habe, irgendwie hierhin zu fliegen, muss ich wieder nach Neuborgia und von da aus wieder, ne, ihr versteht. So. Und vor allem, ihr habt gerade gesehen, wie krass mein Evoli jetzt, ne, gestorben ist. Also wir werden ab jetzt nicht mehr hingehen und Evoli versuchen kämpfen zu lassen. Wir müssen jetzt schon nämlich zurückfliegen zu einem Ort mit einem Pokémon-Center.
um dieses Evoli halt überleben zu lassen. Ne? Und weil unsere Mutter uns nicht heilt in diesem Spiel. Und dann wieder zurück nach Neuborkia und dann wieder los, ne? Aber jetzt wissen wir, okay, Evoli ist jetzt noch viel zu schwach, um irgendwas in die Richtung auszuhalten. Selbst Pokémon auf dem eigenen Level. Beziehungsweise halt knapp drüber. Ich finde zwei, also normalerweise Pokémon mit Level 20 auf Level 22 geht. Ist jetzt nicht so super krass. Gut, wie dem auch sei, wir schwimmen jetzt wieder nach Kanto. Wilde Pokémon. Ne? Ging das hier nicht beim Prof dafür? Oh, gute Frage. Dann nächstes Mal, wenn das passiert, gucke ich mal, ob das nicht doch der Fall ist. Guten Morgen, Seelenfisch. Schön, dass du da bist. Du bist seit einer ganzen Weile dann mal wieder beim Pokémon dabei. Mama, wieso heilst du nicht? Weil Mama sich in diesem Spiel um unser Geld kümmert, was aber halt für uns echt nicht so gut ist. Weil wir, naja, wie soll ich sagen, weil wenn Mama sich um unser Geld kümmert, spart sie sehr viel an. Und dann nehme ich mir das und sobald ich mir das nehme, löst einer Kapitalismus ein. Und dann habe ich ein Drittel davon wieder weg. Ist also echt ätzend. So. Oder irgendwie bei der Schwester vom Rivalen oder so, verwechsel ich das vielleicht auch gerade. Ja, das kann sein, Broadcaster. Dass das, ne, dass das in die Richtung geht. Ich glaube, das ist Gen 1. Nee, also in Gen 1 heilt die Mutter dich. Und in halt allen Spielen darauf, die ich gesehen habe. So, Tintacher schläft. Dann können wir Tintacher jetzt mit Bodycheck kaputt machen. Ah, vielleicht nicht Bodycheck. Ich vergesse mal, dass Bodycheck Rückstoß hat. Egal. Nee, ich meine das mit der Schwester. Ach so. Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht, dass das in Gen 1 die Mutter war, die uns heilt und nicht die Schwester des Rivalen. So. Wir gehen ganz schnell weiter. Und dann müssen wir hier durch diese blöde Höhle durch. Und müssten da gleich Kaskade einsetzen. Wow, Leute. Wer hätte das gedacht? The Broadcaster und Kuchnegabel haben den Anrufbeantworter eingesetzt. Wie soll ich bloß jemals zur gottverdammten Pokémon-Liga kommen? Das ist auch so eine... Das ist so eine Sache, die verstehe ich tatsächlich content-technisch nicht. Die, wer ist es denn? Also, was heißt, ich verstehe sie nicht? Die zeigt irgendwo die schlechte Seite von Menschen. Dass du grundsätzlich, wenn du einem Menschen ohne großartige Repressalien schaden kannst, also wie beispielsweise hier, du das auch tust. Ne? Ich möchte mich davon nicht freisprechen. Ich habe gestern in Professor Kastans Stream, wer ist es denn? Ich habe gestern in Professor Kastans Stream auch, meine Fresse, mich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass er gesagt hat, wir benutzen den EP-Teiler nicht, es sei denn, wir kommen zu dem Level-Skip, wo das 10 Level höher ist und wir wollen unser Team halt schneller hochgrinden. Habe ich gesagt, haha, aber wenn du dein Team, halt ohne den EP-Teiler grindest, musst du mehr kämpfen, dann hast du mehr Möglichkeiten, dass Pokémon sterben. Und der spielt eine Nuzlocke-Challenge. Wo zur Hölle ist Julian? Sag mir bitte noch einmal, wo Julian ist. Ist er hier? Oder ist er weiter oben? Ich weiß, dass der am Rande von einer Stadt ist. Von einer der Städte am Anfang. Und zwar am Eingang der Stadt. Das heißt, es könnte auch sein, dass der hier bei Viola City rumsteht, wenn man unten rausgeht.
Irgendwie sowas meine ich in Erinnerung zu haben, beziehungsweise halt hier dann nach rechts rausgeht. Julian! Julian, wie soll ich jemals... Ja, weil das Ding ist, ne, content-technisch. Du siehst dann jemandem dabei zu, wie er einfach halt leidet. Gibt's da einen guten Grund für, das zu machen? Nein, ich glaube nicht. So, also das, wenn, ich hab's ja bei Professor Castan auch gemacht. Das ist ja das, weswegen ich so ein bisschen perplext bin. Das ist nicht Julian. Nein, ich... natürlich gebe ich dir nicht deine Telefonnummer. Bist du krank? So, Schadenfreude, schreibt Seelenfisch. Ja, klar, aber Schadenfreude ist eigentlich so eine mega schlechte... wie heißt es denn? Eigentlich so ein mega schlechtes... eine mega schlechte Charaktereigenschaft. Ich meine, wir haben die alle. Aber eigentlich... So, wenn du halt betrachtest, wie das eigentlich ist, was das eigentlich halt aussagt über dich. Dass du deine Mitmenschen, beziehungsweise das Mann, weil ich das jetzt nicht auf, ne, weil ich euch jetzt nicht persönlich angreifen will. Aber dass Mann sich freut, wenn andere Schaden kriegen, das ist eigentlich halt in keinster Weise zu begründen. Wo ist Julian? Ich will in die scheiß Pokémon-Liga, okay? Meine Fresse! Ich google jetzt, wo Julian ist. Julian, Position, Pokémon, Kristall. Fucking. Julian, Johto, PokeWiki. Julian ist ein Teenager, der sowohl in den Spielen als auch im Manga auftaucht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Seine Pokémon, Gen 2. Ich will nicht wissen, wo seine. So. Er befindet sich auf Route 30 zwischen Rosalia und Hoenn City. Okay. Gut. So, normalerweise bin ich ja kein großer Fan davon, in Stream selber zu Sachen nachzuschauen. Aber da ihr offensichtlich gezeigt habt, dass heute ein Stream ist, in dem ihr mich leiden sehen wollt, mache ich das halt selber. So, wo sind wir? Zwischen Rosalia und Hoenn City. Ah, da sind wir ja sogar. Cool. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Steht der nicht an einer Brücke oder sowas? Du bist nicht Julian, oder? Nee, Julian stand weiter draußen. Mir sind während des Fangens die Pokebälle ausgegangen. Oh, das tut mir aber leid. Ich hätte mehr kaufen sollen. Ja, richtig. Hättest du. Bist du Julian? Ein guter Trainer zu werden ist nicht einfach. Ich kämpfe gegen andere Trainer, um besser zu werden. Du bist nicht Julian. Bist du Julian? Ich rufe dich an, wenn ich unbedingt kämpfen möchte. Aber du hast doch... Du bist nicht Julian. Jedem macht das Kämpfen... Ich habe das Gefühl, der Anruf, den wir gerade von Julian erhalten haben, war kein Anruf in Richtung... Ne? Es ist der erste Trainer. Warte, das heißt, es ist besser, wenn wir von Viola auslaufen. Quatsch, von Dings. Wir sind wegen des Input-Lags nach Neuborg hergeflogen. Ey, ich kann nicht mehr. Ich höre gleich auf. Ich höre gleich einfach auf, ne? Dann verpasst Master Luxa auch nichts, weil der ab 8 eh das Dings hat, das Gehaltsbestimmungsseminar. Dann ist egal. Ne? Er hat mich gebrochen. So, wo ist er? Wo ist Julian? Vor allem werden wir mit dem Evoli vielleicht 3 Attacken brauchen, um seine Pokémon kaputt zu machen. Dann ist gut. Ich will nicht mehr. Okay. Und guck mal, wie viel EP Evoli dadurch kriegt, dass wir hier rumlaufen. Wir verbrauchen so viel Zeit. Für nix.
Wo ist Julian? Ah. Ja, Hoppspross ist gut. Du mit deinen seelenlosen weißen Augen. Schaut mal in Meme auf Discord. Ich habe das Discord nicht offen, während ich streame. Zum einen, um mich nicht ablenken zu lassen, zum anderen, weil mein Rechner eh gerne mal sagte, nö, ich kann nicht. Leute, das war der erste Trainer. Ich kann nicht gegen Julian kämpfen. Der Anruf war scheinbar nicht eine Herausforderung zum Kämpfen, sondern wieder nur irgend so eine Erklärung, wie Dings Tom das immer macht. So. Ich rufe dich an, wenn ich unbedingt kämpfen möchte. Das ist Julian, oder nicht? Das ist Julian und Julian will nicht kämpfen. Das heißt, wir sind vollkommen grundlos hier hingekommen. Ihr habt vollkommen grundlos eure Anrufbeantworter ausgegeben. So. Wir fliegen jetzt wieder nach Neuborgia und laufen wieder dahin. So. Versuch Nummer 3 am heutigen Tage. Auch nur ansatzweise nach, in die Pokémon-Liga zu kommen. Wir werden, es ist schon 2 nach 8, okay? Es gibt keine Möglichkeit, das zu machen. Willst du deine Pokémon heilen? Ja, ich will meine Pokémon heilen. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Toll, großartig. Ich freue mich, dass ihr Spaß habt. So. Garstigkeitsmodus vorbei. Wir versuchen jetzt wieder unser eigentliches Ziel zu erreichen. Warum bin ich schon wieder genervt von normalen Pokémon Random Encounter? Warum bin ich das? Gibt keinen Grund dafür. Noctu? Immer noch Noctu? So. Das Problem ist, solange wir Evoli leveln, kriegen alle anderen Pokémon auch nur halbe EP. Das heißt, wir werden sau lange brauchen, um unsere Pokémon auf irgendein Level zu kriegen, was in Ordnung ist. Ne? Also was halt für die Top 4 okay ist. Wir haben die letzte Top 4 zwar mit unter Level 50 Pokémon geschafft. Aber ich meine, dass hier die ganze Zeit von einem Level-Skip gesprochen wird, dass das halt ein ganzes Stück krasser ist in diesem Spiel als in den anderen. Von daher, ja. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Gleich kommt's. Kann nicht. Wirklich nicht. So. Aber nee, stimmt, wir brauchen gar kein Pokémon mit Whirlpool. Wir brauchen nur ein Pokémon mit Kaskade. Ein wildes Goldini erscheint. Okay. Nee, wir haben gesagt, wir bekämpfen Sachen nicht mit Evoli selbst. Aber kann ich telefonieren? Ich könnte den Anrufbeantworter vollkommen breaken, indem ich einfach alle Telefonnummern lösche. Niemand hat mir gesagt, ich muss die Telefonnummern behalten. Das ist nirgends verzeichnet. Das ist keine Regel, die ich einhalten muss. Ihr habt genug Schadenfreude dadurch, dass das Spiel schlecht designt ist und ich mega viel mich drum kümmern muss, dass ich das richtige Level kriege. So. Wow. Ich wollte gerade rausgehen und beim Drehen kam ein Golbat. Wow. Immerhin ist der Golbat-Sprite nicht so schlimm wie im ersten Spiel. So, Giftboden. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Giftflug, weil wir haben einen Morlord, aber wir können mit Mogelbaum gegen das Flug ankommen. Oh nein, wie ist... Okay. Steinhagel. Es würde sich vielleicht lohnen, Mogelbaums Steinhagel den AP Plus zu geben. Weil der ist schon quasi relativ niedrig von der AP-Anzahl.
So, nice. Feuerbad wurde besiegt, Evoli erhält EP, Mogelbaum erhält EP, cool. Cool. So, gegen sie haben wir schon gekämpft, glaube ich. Die Leute in dem Haus haben wir auch schon angesprochen. Ich glaube, ich habe vergessen, was die uns geben, aber die... Ne, mit denen haben wir schon geredet. Pentoxa. Okay. Evoli. Das letzte Mal, dass du gegen Pentoxa gekämpft hast, war problematisch. Noctu. Weil es immer noch Level 34 ist. Das wird so viel, das wird so lange dauern, ne, bis wir ein Level erreicht haben, das in Ordnung ist. Könnt ihr bitte aufhören, Superschall einzusetzen? Sag mal, können unsere Pokémon nicht endlich auch hochleveln? Sehe ich das richtig, dass das voll das Problem ist? Weil die, ne? Die brauchen nur noch ein EP oder so. Ah, es hat sich Verwirrung selbst verletzt mit einer Attacke wie Fliegen. Noctu, what the fuck? Okay, dann halt nicht Noctu, ist in Ordnung. Dann halt irgendein anderes Pokémon. Meine Fresse, was? Tentoxa hier einfach mit meinen Strats. Ne, Mogelbrom lohnt sich überhaupt nicht. Dann halt Impagator. Ich sehe schon, wie du die krassesten Trainingssessions in der Siegesstraße machen wirst. Ja, die werden super lang dauern auch einfach. Also es wird auch einfach keinen Spaß machen, denke ich. Weil es halt... Worüber soll ich reden? Ne? Die ganzen Trainer sind Level 20 oder so. Von ihren Pokémon her. Ich werde da gar nichts von so richtig mitnehmen können. So, und ich werde jetzt vor allem gleich, weil der ist jetzt wahrscheinlich wieder vergiftet, direkt wieder zum Pokémon-Sender zurück dürfen. Das heißt, ich darf dann wieder durch die Höhle mit der Kaskade durch und dann habe ich wieder währenddessen die... Boah, ey. Ne? Hey, cool, Noctu erreicht Level 35. So, wofür haben wir denn die ganzen Items gekauft? Hyperheiler. Warte, haben wir speziell noch was gegen Gift, bevor wir die Hyperheiler einsetzen? Dann müssen wir weniger Items mit uns rumtragen. Ne, wir haben Rätselbeere, Auffüllung der AP. Ne, wir haben nur die Hyperheiler und die Tränke. So, Hyperheiler. Auch Noctu. Genau. Und ein Supertrank. Gegengift ist ein Thing, you know. Ja klar, aber Hyperheiler ist beseitigt alle Statusprobleme. Oder habe ich jetzt ein Gegengift übersehen, dass wir... Nein, habe ich nicht. So. Genau. Noctu kriegt nochmal das dazu. Super. Jetzt ist die einzige Frage, bin ich genervt genug, um Superschutz zu machen, aber nein. Weil wir brauchen halt die, wir brauchen die Erfahrung halt. So, warte, erstmal speichern wir hier. Mach ein, Trankspiel mit Wasser. Trinkspiel mit Wasser. Welches Pokémon kommt als Encounter? Rätst du falsch, trinkst du einen Schluck Wasser. Zuschauer können auch mitraten, alle unsere Nieren freuen sich. Nee. Also ja, könnte ich theoretisch, aber das ist was viel Sinnvolleres für tatsächlich Trinkspiele spielen. Ich weiß aber gar nicht, warte. Ich weiß gerade gar nicht, wie Twitch das sieht, wenn du halt offensichtlich Alkohol trinkst. Ob Twitch dir dann sagt, das ist that's illegal. Also ob das gegen die Terms of Service verstößt oder nicht. Da bin ich mir gar nicht sicher. Prinzipiell hast du absolut recht, man könnte daraus ein Trinkspiel machen. Vor allem würde ich das dann, wenn, dann mit Kaffee machen, weil das nochmal mehr durchdrückt. Level 28, Dodo. Hey, ein Pokémon mit einem vertretbaren Level, gegen das wir kämpfen können? Wow! Also, was heißt vertretbar? Zumindest eins, was dem Evoli jetzt ordentlich EP geben würde. Blätter, Alter. Das fängt ja gut an. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Oh, und das hat nichts getroffen. Sehr schön.
Was ist Verfolgung, bitteschön? Außerdem kriegt Grill Kaffee doch nur und trinkt Grill doch nur und ausschließlich Kaffee. Ja. Ja, so funktioniert das, ja. Dann ärgerst du dich immer noch über die langen Trainingssessionen, aber mit Kaffee ärgerst du dich schneller. Ah, das meinst du. Ich glaube, es wird nicht nötig sein, mir noch einen zusätzlichen Ärgerungsfaktor hinzuzufügen. Wirklich nicht. Ich glaube, ich werde so genervt genug sein von der langen Trainingssession. Insbesondere, wenn ich... So, also, guckt mal. Wir gehen mal in den Pokécom und schauen uns die Karte an. So, die einzigen drei Orte, auf die wir zugreifen können, sind hier die Route, die Toyo-Fälle, da können wir aber nicht hinfliegen. Das Indigo-Plateau und die Siegesstraße. Erst das Indigo-Plateau hat einen Ort, an dem wir dann hinfliegen können, meine ich. Wenn die nicht seit dem letzten Spiel einen neuen Punkt an die Siegesstraße gelegt haben. Und so wie das aussieht, weil das halt alles rote Punkte sind, kann es sein, dass wir gar nicht erst da halt eine Möglichkeit haben, dahin zu fliegen. Also, ne? Müssen jetzt gucken, wie sich das macht. Boah, bitte sag mir, dass du irgendein Dude bist, der mir erlaubt, dir hinzufliegen. Deine Pokémon sehen müde aus. Gönne ihnen eine kleine Pause. Oh, nice. Immerhin ist hier Pokémon Center oder sowas. Wir können hier also zwar nicht hinfliegen, wenn ich wieder durch einen Anrufbeantworter irgendwo hingeklatscht werde. Aber wir können hier heilen, wenn wir unterwegs sind. Seelenfisch schreibt, Verfolgung trifft bei Tausch, bevor der Tausch passiert. Ah, das ist eine coole Attacke. Hey. Nice, dass du nach der Impel wieder fit bist. Fit? Fit? Moin, Professor Kastan. Fit? Also, ich sitze hier und habe schlimme Schmerzen, aber ich bin fit genug, um das zu machen. Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Naja, ich werde in diesem Kampf alles geben. Mach das. Mach das, bitte. Oh, ich könnte gucken, ob ich den fühle ich, geht mir gerade auch so. Auch wegen der Impfe oder generell einfach, weil alles schlimm ist. So, los Evoli. Nix da Evoli. Los, Morlord. Ah, warte, Morlord ist nur neutral dagegen, ne? Weil es Wasser hat. Nein, ist es nicht, weil Boden ist immun und das ist ein Multiplikator und dann müsste es 0 sein. Ja. Seltsame Rückenschmerzen, die mich total lahmlegen. Oh, unvorteilhaft. Das ist nicht gut. So, in general. Jetzt. Irgendeine Idee, wo die herkommen könnten? Sehr schön. Pikachu down. Morlord Level 36. Very nice. Astrainer Susi setzt Turtok ein. Wir haben nichts, was so direkt gegen Turtok effektiv ist. Das ist alles Wasser, ne? Mogelbaum ist schlecht gegen Turtok, also nehmen wir mal Noctu. Wird Professor Gastan etwa alt? Ah, schon länger. Schon sehr lange. Quasi. Nein, das ist ein Meme. Dass Professor Gastan halt alt ist. Was ist das? Das kommt. Moment. Sorry. Noch dazu habe ich ja die immerwährende Pollenallergie. Die muss auch noch überwunden werden, ne? Seelenfisch schreibt, warum hast du überhaupt drei Wasser-Pokémon im Team? Also, Impagator ist im Team, weil es unser Starter ist. Wir können, ich sehe es nicht ein, meinen Starter nicht mitzunehmen. Suicune ist im Team, weil es das einzige Pokémon ist, das wir ja haben, das Kaskade lernen kann. Wir brauchen Kaskade, um hier hinzukommen. Morlord ist im Team, weil es Boden hat und gegen Elektro und andere Typen halt beständig ist, ne? Elektron-Gift.
Und wir haben halt Gen 2 Challenge. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, irgendwie Pokémon zu... was heißt Möglichkeit? Wir haben uns entschieden, keine Pokémon aus Gen 1 zu nehmen. Und dadurch sind wir eingeschränkt in dem, was wir an Typen zur Verfügung stehen haben. Weil das einzige Pflanzen-Pokémon, das wir gekriegt haben, ist Petra Lustig. Und die hat bis Level 41 keine Pflanzenattacken, die halt Schaden machen. Die hat nur... ne? Die kann nur pudern. Elektro-Pokémon haben wir gar keine zur Verfügung. Was haben wir noch? Ja, Flug haben wir zwei Pokémon gehabt. Flug und Normal. Also Flug normal. Sogar selber Doppeltyp haben wir zwei Pokémon gehabt. Nämlich Noctu und, wie heißt das denn? Mein Gott, Kirill. Noctu und, Egg. Das Togetic. Und halt die ganzen anderen Sondertypen gab's halt nicht. Feuer haben wir keins gefunden. Ne? Also. Ich sollte auswechseln. Ich sollte wahrscheinlich sogar ein Pokémon wechseln, das, das Wasser ist. Ne, von daher, also, wir haben basically keine Wahl. Nicht so richtig. So. Broadcaster schreibt, er wäre gerne wasserbändiger und muss kompensieren. Nein. Nein. Hunegabel schreibt, bin jetzt raus, euch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch noch einen schönen Abend. Nein, er hat ja korrigiert. Zu müde. Ja. Ist gut, ist in Ordnung. Viel Spaß, danke, dass du da warst. Hier ist ein Aurora-Strahl, Turtok. Bis. Ja, also es ist gar nicht so super leicht, irgendwie nur Gen 2 zu machen. Zumindest in Kristall, ne? In Gold und Silber hätten wir ganz früh ein, das Pokémon, das sich zu Ampharos entwickelt, fangen können. Das wäre irgendwie die dritte Route oder so gewesen, dass wir das hätten fangen können. Und dann hätten wir direkt ein Elektro-Pokémon und hätten wir bessere Type-Coverage gehabt. Aber, ansonsten? Alles Kacke. Und jetzt müssen wir halt unser Evoli auf Psyana entwickeln und dafür müssen wir jetzt erstmal unser, ne, unsere Freundschaft dazu stärken und das in Kämpfen immer verwenden und so. Und ja, genau, deswegen haben wir das eingesammelt. Wir hätten das wahrscheinlich deutlich früher einsammeln können, wir haben aber vergessen, dass wir das einsammeln können. Ja, was heißt vergessen? Ich habe nicht gewusst, wo es einzusammeln ist und ich habe das Haus übersehen. Beziehungsweise ja doch übersehen mit größter Wahrscheinlichkeit. Weswegen ich dann halt nicht das Evoli dabei hatte. Sonst hätten wir das vielleicht sogar früher haben können, das Psyana. Was jetzt aber auch egal ist, weil wir eh ewig lang auf der Siegesstraße leveln müssen. Von daher ist auch egal. So, Astrainer Susi wurde besiegt. Sehr schön. Nein, ich kann das nicht glauben. Susi, kann ich deine Telefonnummer haben? Ich bezwang 8 Arena-Leiter, also hatte ich genug Selbstbewusstsein. Das nächste Mal muss ich mich mehr anstrengen. Schade, ich dachte, wenn ich hier jetzt ihre Nummer einsammle, dann kann ich einen bei einem Anrufbeantworter vielleicht sogar hierhin fliegen. Ja, was für Uff Smooth. Ich will nur die Telefonnummer haben, damit ihr weniger Schaden anrichtet, weil ich dann wieder den gesamten Weg von Neuborkia bis zur Pokémon-Liga laufen muss, wenn ihr einen Anrufbeantworter startet. Nur ausschließlich deswegen. So. Also echt Anrufbeantworter? Schlimmste Sache, die du hättest machen können, Professor Gastein. Zumindest hier. Wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. Ja, ich hoffe doch. Astrainer Mike möchte kämpfen. Astrainer Mike schickt Sarazenia. Ach, dieses Pokémon. So, haben wir Feuer oder so? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben Noctu, was fliegen kann. Was gegen Pflanze effektiv sein müsste. Weiß ich gerade nur nicht, ob Gift da irgendwie was mit reinspielt. Ich glaube aber nicht. Asierblatt, let's go. Okay. Das macht ja quasi keinen Schaden. Fliegen.
Gut, wir sind schneller. Das heißt, selbst wenn der irgendwas hätte, was nicht... Oh, wir sind im Wickel ausgewichen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, Dreck. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn es gegangen wäre. Ich fühle eine schwere Vergiftung. Unvorteilhaft. Jetzt weiß ich nicht, ob Fliegen in einer Runde... Also ob wir dann zweimal vergiftet werden. Ich mach mal Bodycheck, dann stirbt es auf jeden Fall in der Runde noch. Und dann können wir das Noctu austauschen. Evoli erhält EP. Sehr gut, Noctu erhält EP. Astrena Mike setzt Kingla ein. Okay, ein Wasser-Pokémon. Gut. Ich möchte das Pokémon wechseln, nämlich nach Evoli, um die EP einzusammeln. Alter, Evoli hat einfach 56 KP. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Boah, ne? Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass hier die Bezeichnungen für Lebenspunkte in verschiedenen Spielen so unterschiedlich sein können. Da gibt es zum einen natürlich, ne? Wie hier beschrieben, KP? Genau, KP. Ne? Für Kraftpunkte, schätze ich. Weiß ich gerade gar nicht. Dann, wenn ich Final Fantasy VII hier auf meinem privaten Kanal, wenn ich Crisis Core Final Fantasy VII spiele, oder generell die Final Fantasies, bezeichne das als Trefferpunkte, meine ich. Wobei ich mir bei den späteren nicht sicher bin. Und dann hast du halt, wie ich gerade gesagt habe, in den anderen Spielen, besonders in Kartenspielen, Lebenspunkte. Ne? Und ist ätzend, ist nervig, wenn du mehrere Spiele gleichzeitig spielst. So. Ja, TP gibt's halt in so Sachen wie Final Fantasy. Ich weiß nur halt nicht, stimmt, HP ist dann halt auch noch, wenn du ein englisches Spiel spielst, HP, ja, richtig. Ihr habt auch. So. Von Health Points, für die da jetzt nicht, die da jetzt nicht so drin sind im Englischen. Sehr schön. Impagato erreicht Level 41. Kriegen wir eine Attacke oder so? Nee. Astrena Mike setzt Flamara ein. Ja, nice. Ausnahmsweise mal was, wo wir ordentlich was gegen machen können. Diesmal aber mit Morlord, schätze ich. Niedrigeres Level und so. Boah. Normalisieren von Pollenallergie-Reaktionen hier im Stream heute. Oh nice, ein Feuermon, sagt der Trainer mit den 1000 Wassermons. Type Imbalance Match. Ja. Sagst du, ich habe was über Typen im Balance zu erzählen? Also rein prinzipiell müsste ich eigentlich nur Stahl-Pokémon im Team haben. Wenn ich nur Stahl-Pokémon im Team hätte, dann habe ich voll kein Problem. In der Generation gibt es leider keinen Geist-Stahl-Pokémon, aber das wäre quasi zumindest defensiv das krasseste, was du irgendwie haben könntest. Wieso Evoli? Grill, Brain Energy, stop it. Alle vier, die es gibt, gibt's nicht nur, also es gibt eine Evolutionsreihe, die Geist-Stahl ist, und dann, weiß ich nicht. Oder meinst du alle vier, die es jetzt hier in Gen 2 gibt? So. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Wir auch, wenn wir jemals da ankommen sollten. Hi, Astrainer Fred. Astrainer Fred schickt Parasek in den Kampf. Genau, zweiteres. Achso. Ja, was gibt's denn? Es gibt, warte, zwei davon können wir gar nicht verwenden, ne? Hier das Magnet. Die beiden Magnet-Pokémon. Magnetilo und Magneton. Und. Stalos ist eins. Und.
Boah, warte, wie hieß das? Panzeron müsste in der Generation sein. Stahlos, Magneton, Fostelka und Shirox. Warte, Magnetilo ist kein Stahl-Pokémon in dieser Generation? Fuck, wogegen kämpfen wir? Wir kämpfen gegen Parasek. Parasek ist Insekt? Giftinsekt? Giftkäfer, aber, ne? Doch, doch, also dann sind's ja fünf im Endeffekt. Was ist Fostelka, bitteschön? Ach, Shirox, ja klar, Shirox, natürlich. Was ist Fostelka? Noctus Attacker ging daneben? Wie kann die daneben gehen? Warum kann die daneben? Du fliegst im Bo? Panzeron ist Gen 3, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Müsste man nochmal schauen. Ich glaube, Panzeron ist eins der Pokémon, wo ich dachte, es sei Gen 3. Weil ich es in meinem Playthrough in Rubin halt im Team hatte. Aber letzten Endes hat sich da herausgestellt, dass es Gen 2 war, meine ich, so im Kopf zu haben. Evoli versucht, Ruckzuckieb zu lernen. Ja, bitte. Niemand braucht statusverändernde Attacken. Jeder braucht Ruckzuckieb. Fuck, ich hab Tackle vergessen. Egal, ist in Ordnung. Damit kann ich auch leben. Meine Fresse, Kirill, der Input lag, ne? Als Trainer Fred setzt Entoron ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ich möchte Evoli einsetzen. Und dann möchte ich auf irgendein Wasser-Pokémon wechseln, damit ich nicht, damit ich das wenigstens überleben kann. So. Noctugnu, komm zurück. Ja, ja. Evoli ist gut. Morlord? Ne, Morlord ist Boden. Das dürfte ja relativ schwach sein. Dann Impagator. Wir haben hier irgendwie sehr viel Wasser-Pokémon, die gegen uns kämpfen. Also irgendwie schaffen wir es nicht mit... unser Mogelbaum besonders viel zu trainieren. Volltreffer, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Oh, ups. Okay. Ah, das gibt's unter Ebenholz, also Panzeron. Aha. Die Frage ist, lohnt es sich, das zu fangen? Und dann halt, ja, wäre tatsächlich vielleicht besser als Noctum. Hast du recht. Hätten wir zumindest defensiv hätten wir auf jeden Fall was hilfreich wäre. Impagator. Habe ich. Ist Stahl ist schwach gegen Wasser, oder? Ja. Uff. Gut. Biss? Gegen das Psycho? Nee, doch nicht? Okay. Egal. War Entoron nicht Psycho? Oder verwechsel ich das mit irgendwas? Wahrscheinlich verwechsel ich das mit irgendwas. Der hat locker noch ein Pokémon. Ah nein, Fred wurde besiegt. Ich habe es vermasselt. So. Seltenstes Mon auf der Route mit 5%. Oh. Nur Wasser. Wie nur Wasser? Ach so, ist das Entoron ist nur Wasser. Ja, klar. Okay. Warte, ihn habe ich noch nicht gefragt, ob er mir eine Telefonnummer geben kann. Und so, da musst du die Siegesstraße passieren. Die Siegesstraße ist schwierig, eigentlich geht niemand dorthin. Oh, du bist stark, so einen harten Kampf hatte ich lange nicht. Gibst du mir deine Telefonnummer? Jawohl! Ja, bitte. Bitte. Let's go. Nice. Das heißt, mindestens wenn Mike anruft, können wir davon ausgehen, dass wir, wenn einer Anrufbeantworter anmacht, dass wir da gut trainieren können und hier nicht weggehen. Okay. So. Hier. Pokémon sehen gut aus. Noch weiter. So, cool. Wir speichern einmal zur Sicherheit. Also würde sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir für Psychopsianer nehmen. Ja. Ja, dann fliegen wir jetzt eben nach Lucatia und laufen runter und suchen nach einem Panzeron. Weil wenn wir eh jetzt
Pokémon entwickeln müssen. Wird sie ja trainieren müssen. Können wir genauso gut auch Panzeiron mit trainieren. Ist vielleicht sinnvoller als, ne? Sowas. Nö. Too late. It's too late now. So, Professor Castan schreibt, er würde eben die Route zu Ende machen. Dafür ist es zu spät. Jetzt ist die einzige Frage, wo genau? Einfach nur auf der Route hier, oder wie? Ich glaube, vor der Siegestraße war eine Fluganlaufstelle. Ja, ist jetzt auch egal. So, ich bin dann mal Frühstück, bei. Vielen Dank, dass du da warst, Broadcaster. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott. So, du glaubst, vor der Siegestraße war eine Fluganlaufstelle. Ja, dann habe ich halt Pech. Einfach auf der Route, okay. Gut, dann machen wir das. So, dann machen wir aber trotzdem erstmal. Wir sind ja jetzt hier. Machen wir die Suche nach Panzeiron. Fangen das und dann geben wir dem Fliegen und fliegen damit nach Neuborkia zurück. Von da aus benutzen wir dann die Super Schutz, die wir haben, und fliegen dann dahin, wo wir hingeflogen, also wo du weißt schon. Ihr wisst schon. Ich kann reden. Jetzt ist nur die Frage, oh wow, was ist das? Skorgla. Ich hab das Gefühl, das kenne ich noch gar nicht. Oder zumindest haben wir das in diesem Run noch nicht gehabt. Das ist wahrscheinlich auch Fluggift oder sowas, so wie das aussieht. Oder Flugpsycho. Bodenflug. Was für Bodenflug? Was ist... Warum? Warum Bodenflug? Wer kommt auf so... Egal. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Gut. Fertig. Nicht fertig. Zukib, Alter. Geh nach Hause. So. Jetzt aber. Fertig. Geht doch. Bodenflug, Alter. Jetzt habe ich das zwar gekillt, aber vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, das doch mitzunehmen, anstatt Morlord. Aber egal. Ist jetzt too late. Wobei, dann hätten wir wieder zwei Flug-Pokémon, wenn wir Panzeiron auch wieder mitnehmen. Ach, ist das ätzend. Ich freue mich, dass wir in Gen 1 einfach von Anfang an alle Pokémon so hatten, wie wir die haben wollten. Wie die am sinnvollsten waren. Das ist hier halt so, ne, dass wir jetzt zum einen das Evoli verpasst haben. Das ist quasi mein Fehler gewesen. Panfi ist nur Boden, glaube ich. Zum einen, dass wir das halt verpasst haben. Ist ein bisschen ätzend. Habe ich nicht? Oh, ich habe nicht Ruckzuckhieb, sondern... Naja, egal. Sondern Rundenschlag eingesetzt. Genau, dass ich das Evoli verpasst habe, ist ein bisschen sad. Und dass wir hier halt das Panzeiron nicht direkt genommen haben, ist sad. Weil sonst hätten wir das, mittrainieren können. Direkt. Und die ganzen Trainer hätten uns, da halt, stark, geholfen bei den EP, beim EP-Sammeln. Ja, nice! Evoli erreicht Level 24. Sehr schön. So. Ach ja. Und es gibt auch nicht irgendwie Unterschiede wer ist es denn? In den verschiedenen... mein Gott, Kirill. Schaffst du es noch zu reden?
Gibt auch keine Unterschiede in dem Gras, in das man geht, wenn man nach Panzerern suchen will, ne? Für Boden lohnt sich Kiefel, wenn ich mehr Typen reinbekommen will. Gräser? Nein, genau. Gräser meinte ich. Wo kriegt man Kiefel und in welchem Level ist das, wenn man sich das holt? Ist dann die wichtigste Frage, glaube ich. Weil, wenn wir das jetzt zwar kriegen können, aber das irgendwie Level 6 ist oder so, oder halt auch schon Level 20 ist eigentlich schlimm. Aber beim Panzeron lohnt sich das halt, glaube ich. Weil Normalflug halt einfach nicht so geil wie ne? Stahlflug. Eishöhle ist die Vorentwicklung. Die sind da relativ low level, nicht? Ich meine mich zu erinnern, dass die tatsächlich relativ low level sind. Dann würde ich das tatsächlich nicht machen. Ich meine, klar, wir haben dann immer noch. Also wir wollen Suicune auswechseln. Wir wollen Suicune eigentlich nicht mitnehmen. Weil wir das eigentlich nur dabei haben für okay, Level 22. Ne. Warum habe ich Erdbeben eingesetzt? Grill, es ist ein Stahl. Es ist ein Gestein-Pokémon. Brauchst nicht Erdbeben einsetzen. Boden ist gegen Gestein effektiv? Excuse me, what? Why? Okay. Ist in Ordnung. Okay. I guess that's fine. Warum ist Boden gegen. Egal. Ich reg mich nicht mehr über Typen auf. Tue ich nicht mehr. Ich akzeptiere einfach, dass dieses Spiel nicht gut gestaltet ist in der Hinsicht. Also ja, nicht intuitiv gestaltet ist in der Hinsicht. Ob es gut gestaltet ist oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Warum habe ich auf Mogelbaum gewechselt? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich bin zu. Es geht nicht. Es geht nicht. Merkt man, dass die Medikamente ein bisschen dröhnen machen im Kopf? Weil Fußkick effektiv ist, ja, nee. Also, wäre es, aber jetzt egal. Ich will doch nur ein Panzer-Eron fangen, Mann. Gut. Sehr schön. Vogelbaum erhält EP. Sehr gut. Bitte. Bitte gebt mir ein Panzer-Eron. Das ist ein Skorgla und kein Panzer-Eron. Und wir haben nichts, was so richtig effektiv ist gegen Skorgla. Oder? Warte. Theoretisch müssten die Wasser-Pokémon ja wegen Boden gegen Skorgla effektiv sein. Wasser ist, by the way, viermal effektiv auf die kleinsten Reihe. Was ist die kleinsten Reihe? Was ist die kleinsten Reihe? Was heißt das? Kleinsteinreihe. Ah. Warte, was sind Kleinstein? Dann sind die nicht nur Gestein? Müssten die nicht nur Gestein sein oder sind die Gesteinboden? Ey, dann meine. Okay. So, Kleinstein. Es bedeutet literally Stein. Es ist buchstäblich nur ein Stein, der fliegt. Warum um alles in der Welt? Hat es einen zusätzlichen Typ, der nicht Psycho ist? Der einzige Typ, den ich bei Kleinstein akzeptieren würde als zusätzlicher Typ, wäre Flug, weil es fliegt. Oder Psycho, weil es fliegt und keine Flügel hat. So, dann kommt aber Georock und Geowatz. Ja, toll. Es sind trotzdem Steine. Es ist ein größerer Stein. Du könntest Geo genauso gut, weil es halt rund ist. Ne? Boy. Ich kann nicht. Wer hat das designt? Wer ist schuld daran,
Nee. So, wer ist es denn? Nach dieser Reihe, nach Pokémon Kristall, höre ich einfach auf. Dann gehe ich einfach. Ich kann dann nicht mehr Pokémon spielen, weil mir die halt zu krass sind. Zu nervig. So. In Alola sind die Elektro, die fliegen, weil Magnetismus, und haben dann Gestein Elektro. Magnetismus. Müssten die nicht, wenn die mit Magnetismus arbeiten, müssten die, wenn dann Stahl-Elektro sein. Es sei denn, man argumentiert jetzt hier Avatar der Elemente-Style mit Stahl ist auch nur Gestein-Dings. Geo heißt aber literally Erde, sagt Seelenfisch. Ja, okay. Und? Du könntest das Pokémon meinetwegen nennen, wie du willst. Es geht mir um die Eigenschaften des Pokémon. So, nur weil der, also halt, ne, klar, Geo gibt dann da einen Hinweis drauf, wenn du das daher nimmst, ne? Aber? Ne, wieso? Electric Currents können magnetische Felder erzeugen. Ja klar, aber die können Sachen nicht fliegen lassen, wenn die nicht magnetisch sind. Also die brauchen entweder dann in sich selbst auch noch einen halt Elektromagneten mit einer gegengepolten, also mit einem entgegengesetzten Magnetfeld. Oder die müssten halt aus Stahl sein und sich dann, beziehungsweise selber quasi magnetisch sein, Magneten sein und sich dann dadurch wegdrücken. Chris, guten Morgen. Ich, Mike, wie geht es dir? Auf in den Kampf. Hier warte ich, Route 26. Ruf an, wenn du in der Nähe bist. Okay, ich melde mich bald. Okay, cool, Mike. Fervent Knight, danke, dass du da bist. Beziehungsweise danke für deinen Follow. Wir freuen uns über jeden Unterstützer der Guga-Liga. So, mal davon abgesehen, fliegt die Alola-Kleinsteinreihe nicht. Ach so, okay, ja gut. Dann ist ja gut. Warte, das Alola-Kleinstein an sich, also das erste quasi ja auch nicht. Weil das Ding ist, Geo-Rock und Geo-Watz fliegen auch nicht. Das kommt nochmal erschwerend dazu. Da hast du nochmal Boden. Ja, ich merk schon. Okay. Nee. So. Nee. Ich sag dazu nichts mehr. Ich bin raus aus diesem Thema. Ich werde jetzt einfach nur noch hinnehmen, wenn Pokémon-Typen so sind, wie sie sind. Und werde weinen, dass es halt in den Originalspielen nicht schon irgendwo steht. Nur das einfach auswendig lernen muss. Ne? Irgendwann kommen wir bei Dings an. Bei Schwert und Schild. Da sagt uns das Spiel das wenigstens. So, wir fliegen einmal zu einem Pokémon Center. Weil die Pokémon, die wir die ganze Zeit hochleveln wollen mit Evoli und Morlord, sind jetzt relativ angeschlagen. Wobei, nee, einen Kampf können wir noch machen. Im Sprite vielleicht, aber der ist bei Dodo, Dodri und Gengar auch nicht den Eigenschaften entsprechend. Was ist Dodri und Dodu? Sind die Flugboden oder was? Weil ich hätte jetzt erwartet, dass die nur Flug sind, aber then again, die können nicht fliegen, eigentlich. Von daher. Wie gesagt, ich höre einfach auf. Ist mir jetzt egal. Die können der Typ sein, der die sein wollen. Es ist mir Latte. Morlord, bitte überlebt das, danke. Flug berühren aber den Boden, werden trotzdem nicht von Boden getroffen. Ja, okay. Ja, nee. Nee, sehe ich nicht ein. Wirklich nicht. Also. Ich bin frustriert. Ich bin wirklich, wirklich frustriert. Ich verstehe nicht, wie man das so gestalten kann. So, es ist doch. Vor allem ist das bei so vielen Dingen halt einfach dann offensichtlich, ne? Okay, dass das Kleinstein halt fliegt. Meinetwegen.
Mir geht's gerade um die Kleinstein-Schwebt-Sache. Ja, nein, halt jetzt. Wollte ich gerade sagen, ne? Ja, da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, ne? Kleinstein schwebt. Meinetwegen, gibt dem eine Fähigkeit, die Schwebe heißt oder so. Oder gibt dem halt nur Gestein und sagt dann, ist egal, schwebt halt jetzt. Ne? Aber Gesteinboden. Nein. Und auch den, bei den späteren, nur weil der Name so ist. Ich habe keine Ahnung, ob der Name in den anderen, also zum einen weiß ich nicht, ob der Name in den anderen Sprachen auch irgendwas mit Geo zu tun hat. Und zum anderen ist der Name eines Pokémon sollte eigentlich egal sein dabei, welche Eigenschaften es hat. Das Sprite trifft da noch mehr, also halt, wenn überhaupt, dann ist es halt das Design des Pokémon bzw. das Sprite. So. Das heißt, wenn du ein Pokémon hast, das halt so aussieht, ne, und hier kannst du nicht mal erklären, ob es, ja, Geodude im Englischen, aber weiß nicht, wie das im Japanischen ist. Wenn du ein Pokémon hast, das so aussieht, wie einfach nur ein Stein mit Armen und die Entwicklung davon ist, ein größerer Stein mit mehr Armen und die Entwicklung davon ist, ein größerer Stein mit weniger Armen, dann gibt es keinen Grund dafür, Boden zu haben. So, halt, wenn es so eindeutig ist, ne, ich kann ja bei Morlord beispielsweise, ne, Morlord hier, ne, könnte genauso gut nur Wasser sein. Fein. Aber es gibt nichts daran, was halt Boden irgendwie ausschließt. Kleinstein ist halt nur ein Stein. So, ich weiß nicht, warum man das machen würde, warum man da Boden hinzufügen würde. Ich weiß es nicht. So. I don't get it. So. Ich wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung. So, also, halt klar, die können das gestalten, wie sie wollen, aber wenn es halt so, also wenn es, meiner Meinung nach ist das mega unintuitiv, wenn das so ist. Geowatz ist im Englischen Golem, Golems sind in der Regel aus Lehm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich der Meinung bin, dass der Name eines Pokémon, ne, wenn überhaupt müsste es, wobei, ne, egal. So, dass Donphan Boden ist auch so eine Sache. Ich habe früher immer gedacht, Donphan ist nur normal, weil Donphan halt auch wieder irgendwie nichts mit Boden zu tun hat. So, in seinem Design. Boden, Monat. Geowatz wirkt ja so, als wäre der Kopf vorher in Stein gewesen. Der lebendige Teil von Geowatz wirkt dann mehr wie Boden. Das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, aber dann muss Boden erst halt später dazukommen. So, das ist ja eine Sache, die durchaus passiert bei Pokémon, dass du halt, ne, anfangs nur einen Typ hast und später halt ein Typ hinzukommt oder sowas oder halt sich der Typ dann ändert. Mit der Argumentation könnte ich das fast schon nachvollziehen, weil da halt zwei eindeutig getrennte Materialien gezeigt werden. Kleinstein und Georock sind beide legit nur Gestein. Halt vom Design her. So. Aber egal. Egal, ich breche das hier jetzt ab. Oder versuche es zumindest. Wahrscheinlich schreibt ihr wieder irgendwas, worauf ich wieder reagieren muss. Und dann, ne, aber egal. So. Ich merke gerade, ich denke mal, wir werden kein Panzeron kriegen, bevor wir hier den Stream beenden müssen. So unwahrscheinlich, wie das ist. Bist du dir sicher, Professor Gastan, dass du das für Pokémon Kristall nachgeguckt hast und nicht wieder irgendwie für hier generell Gen 2 und dann gibt's das gar nicht in Pokémon Kristall, sondern nur in Gold und Silber. Kristall, Route 45. Okay. Und auf welcher Route sind wir? Das gucke ich sofort nach. Mein Fress, Input-Lag, bitte. So. Route 45, okay, gut, super. Dann suchen wir halt weiter. Ich meine, 5%, ja, klar. Sau unwahrscheinlich, aber dennoch. Ich habe das Gefühl, sonst, wenn wir 5% Chance haben, haben wir früher Glück gehabt. Immerhin kriegen wir das Evoli halt dann dadurch recht hoch und machen viel damit. What the fuck? Die können fliehen?
Warum können die fliehen? Haben die eine Fähigkeit, die fliehen lässt? Wusste ich gar nicht. Oh, es hat seine Mama geholt. Scheiße. Oh nein. Mama Donphan. Papa Donphan. In dem Fall. Uff. So. Und in der Gen gibt es noch keine grasspezifischen Pokémon, sollte also auf der ganzen Route anzutreffen sein. Okay. Ja, dann machen wir einfach weiter. 10 Minuten haben wir ja noch. Bis dahin schaffen wir das ja vielleicht. Und dann fliegen wir nach Neuburg, ja. Und versuchen dann beim nächsten Mal auf die Siegesstraße zu kommen. Ich habe schon den nächsten Streaming-Titel. Ne? Der steht schon parat für genau diesen Fall. So. Panzeron, bitte? Nein. Nein. Panfi. Okay. Okay. Ist in Ordnung. Ruckzuckip. Das wilde Panfi ist geflohen. Okay, es lohnt nicht, Panfis zu bekämpfen. Wir verbrauchen nur AP und schaffen es nicht, das zu besiegen mit den Evolis. Skorgla. Morlord. Mal wieder. Und zwar... Morlords Genauigkeit sinkt, okay, mit Surfer. Weil wenn es Flugboden ist, müsste es theoretisch ja auch... auch so eine Sache. Wo zur Hölle soll ich bei Skorgla rausnehmen, dass es Boden ist? Wo? Ich meine, Skorpione fliegen auf dem Boden, also halt laufen auf dem Boden rum. Okay. Okay. Aber das ist halt auch wieder so ein 30-Schritte-Übergang, den du dir erstmal merken musst. So, Skorpione vergraben sich im Boden, keine Ahnung. Ne? Also. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass das alles total eindeutig sein muss, weil wenn es alles total eindeutig wäre, dann hättest du irgendwann halt wirklich nur noch super eingeschränkte Pokémon-Designs oder die müssten halt extrem halt eindeutig sein oder so. Aber halt, keine Ahnung, so ein Pokémon, die meiner Meinung nach ganz gut gestaltet ist so ein Pokémon, das ganz gut gestaltet ist aus Schwert und Schild beispielsweise, hier Riffex. So, das sieht nach Gift-Elektro aus. Der Elektrogift. Das sieht danach aus. Ne? Panzeron. Allein schon, das Pokémon, was wir suchen. Das sieht nach Stahlflug aus. So. Und du könntest genauso gute du könntest Pokémon gestalten oder gestalteten Pokémon Typen zuweisen, die so aussehen, als wären die das. So. Gift kommt aber auch nur durch die Liederfarbe. Ja. Jein. Auch halt durch die Assoziation über, was ist das für ein Tier? So ein Frosch-Type-Ding. Die relativ häufig auch giftig sind. Aber ja, hauptsächlich durch die lila Farbe, da hast du natürlich recht. Dennoch sieht es halt nach, ne? Gift-Flug aus. Oh Gott, Gift-Elektro. Halt auch Zubat, ne? Da kommt das auch nur durch die lila blaue Farbe, dass das Gift hat. Und dennoch. Halt, und dadurch, dass es halt, ne, die fiesen Zähnchen hat und halt eine Fledermaus ist und so, die so ein bisschen an Vampire erinnern und so, ist schon gerechtfertigt, finde ich. So, und halt, wenn ich jetzt so mehr überlege, relativ, die meisten Pokémon sind wahrscheinlich sogar so gestaltet, dass ich denken würde, okay, das funktioniert. Aber halt, wenn du dann ein Pokémon hast, das so eindeutig nur Gestein sein müsste.
Wie fange ich das jetzt? Jetzt for real. So, aber bevor ich irgendwas mache. Ich brauche einen Crashkurs. Dope Pokémon. Die können fliehen, schreibt Darthnex. Okay, das heißt, ich will keinen Angriff starten, oder? Das heißt, ich darf die nicht angreifen, richtig? Ich darf auch nicht Pokémon aus. Ich muss das Einzige, was ich tun kann, ist einen Turboball werfen und hoffen, dass der landet, oder? Weil wenn ich den jetzt angreife, dann erhöhe ich ja die Chance, dass der flieht. Richtig? Ist bei Onix und der Rizeros-Reihe genau dasselbe. Sehen alle mehr wie Stein aus, sind aber alle Steinboden. Ja, halte ich auch für Schwachsinn, weil ich bei allen von denen, wie du mir gerade gesagt hast, gedacht habe, die sind nur Gestein. Vor allem, wenn der Großteil der Gen 1 Gestein-Pokémon Gestein-Boden ist, warum zur Hölle gibt's dann zwei unterschiedliche Typen dafür? Hättest du einfach so ein Pokémon wie Sandama auch Gestein draus machen können, hätte keinen Unterschied gemacht. Egal. So, Darthnex sagt in diesem Fall Turboball werfen. Wir haben nur zwei. Haben wir noch irgendwas anderes? Mondball, wir haben sechs Superbälle, wir haben einen Meisterball. Den lohnt es sich aber nicht. Lohnt es sich, den Meisterball auszunutzen für Raikou? So, weil Entei ist. Was ist Entei noch gleich? Oder lohnt es sich erst den Meisterball für. Also, das Ding ist. Wenn wir jetzt. Entei ist Feuer. Okay, scheiße, der wäre auch in Ordnung. Also, meine Argumentation dafür, den Meisterball jetzt einzusetzen, wäre. Spät. Also, wir können. Das einzige übrig gebliebene Wander-Pokémon ist halt Entei. Dann müssen wir halt damit, ne, argumentieren und das halt anfangen. Ist egal. Raikou könnte uns jetzt halt durch Elektro ganz gut halt, ne, Type Advantage geben. Das könnten wir mitnehmen statt Suicune. Wenn wir das jetzt fangen, haben wir das direkt. Und haben nicht das Problem, dass es weglaufen kann. Und später, wenn es irgendwie auf Lugia oder Ho-Oh zugeht, je nachdem welches wir kriegen oder wenn wir beide kriegen, die stehen an festen Orten. Die sind keine Dings-Pokémon. Die können wir über Soft Reset und halt viele Bälle kaufen und sowas. Können wir die fangen, wenn wir wollen? Raikou eher nicht. Feuer bringt dir, glaube ich, mehr für die nächsten 8 Arenen als Raikou. Ja. Aber wir haben auch kein Elektro-Pokémon aus Gen 2. Gar keins, das wir fangen können bisher. So, und in Kanto werden auch keine sein, die wir fangen können. Wenn ich mich nicht irre. So, also. Ich weiß nicht, ob wir uns, also ob das nicht sinnvoller wäre, das jetzt zu fangen, als, ne? Weil wir haben das jetzt halt encountered, ne? Das, wer weiß, wann wir das nächste Mal encountern können. So, die sind ja, die laufen ja irgendwann zu bestimmten Tageszeiten, bestimmten Wochentagen an bestimmten Orten rum, oder? Verstehe ich das richtig? Weil ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, da den Turboball drauf zu werfen, dann flieht das einfach. Ne? Dann geht zurück und ich kann mir kein Vati fangen. In Kristall gibt es kein Vati. Das ist das Problem. Wir haben von Anfang an haben wir versucht, Vati zu fangen in der zweiten oder dritten Episode. Es geht nicht. In Kristall gibt es kein Vati. Es gibt kein Elektro-Pokémon in Gen 2, das wir fangen konnten. Zumindest, was wir getroffen haben bisher auf unseren Routen, auf unseren Reisen. So. Kein Gen 2 Pokémon. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen, on edge. Und überlege legit den Meisterball dafür zu verwenden. Weil halt ein Gen 2 Feuer Pokémon finden wir wahrscheinlich eher als ein Gen 2 Elektro Pokémon. Zumindest habe ich das so ein bisschen im Gefühl. So. Und ob wir jetzt halt quasi Raikou, also ob wir jetzt für Elektro den Typen, Quatsch, für Elektro den Meisterball verwenden, wo wir es jetzt getroffen haben, ne?
Gen 2 Feuer gibt es ja noch Hunduster. Genau, ich weiß nur nicht, obwohl wir das fangen können. Sehr Hundemon und Hunduster. So. Und Schneckmack. Ne? Seht ihr? Ich mach das jetzt. So. Ich habe mich entschieden. Ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich schmeiß den Meisterball. Weil ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ich glaube, es ist sinnvoller, als Suicune auf Dauer mitzunehmen. Ich glaube, es ist sinnvoller, als den für Lugia oder Ho-Oh aufzuhalten, weil die kannst du halt durch Soft Reset und sonst was fangen. Und ich glaube, ein Gen 2 Feuer-Pokémon werden wir eher fangen können als, ne? Als, ein Gen 2 Elektro-Pokémon. So. Raikou, Donner, Größe 1,90, Gewicht, 178 Kilogramm. Dieses aggressive Pokémon speichert Energie in seinem Körper und entlädt sie, wenn es über das Land streift. Nice. Möchtest du Raikou einen Spitznamen geben? Nein. Nein. Okay, Raikou wurde auf Bills PC übertragen. Hunduster leider nur nachts. Das stört mich ja nicht. Dann kann ich das ja auf Stream mal machen. Das kann ich ja durchaus halt hinbekommen. Haben wir bei Morlord auch gemacht. Also ja bei der Vorentwicklung von Morlord. Ah, warum kämpfe ich noch? Ich bin, ne? Route 7. Oh, uff, dann wird das ja quasi, dann wird das ja quasi richtig Low-Level sein. Na, egal. Wir speichern. Wir haben jetzt einen Raikou. Ich schätze mal, dass das die richtige Entscheidung war. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr alle hier wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, And I would walk 500 more. In der Hoffnung, dass ich tatsächlich bei der Pokémon-Liga ankomme. Level 15 bis 18, 20% Encounter. Okay, das geht ja sogar. So. Genau. Meine Freundin ist gerade aufgetaucht. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.